Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Chronicles India, Mama. Und ja, im letzten Part haben wir es bis zu diesem wunderbaren Rätsel hier geschafft, wo ich keine Ahnung habe, wie wir das schaffen werden. Ich weiß nur, wir werden es schaffen. So. Es ist ja allgemein bekannt, ja, jetzt redet er wieder. Ja. Es ist ja allgemein bekannt, dass das Let's Play, jetzt halt's mal, dass das Let's Play eher ein Spiel zum Nachdenken ist. Deshalb habt Nachsicht, falls ich etwas weniger rede und mehr denke. Sollten ja in unserer Gesellschaft einige Leute mal so machen, aber wir wollen hier nicht zu politisch werden. So, wie kommen wir da vorbei? Ich sehe da weder eine Möglichkeit, irgendwie sich raufzuziehen, noch zu verstecken. Wir müssen die irgendwie ausschalten. Wir kommen doch nirgends vorbei. Das ist ein Problemchen. Verstärkungsgebiet noch dazu, das haben wir ja schon im letzten Part herausgefunden. So, darauf können wir nicht zu dem Hain da oben, oder? Ich kann nur versuchen, die nach der Reihe irgendwie umzubringen, aber das bringt ja nichts, weil die Verstärkung dann kommt. Höchstens Bombe werfen, alle drei benebeln und vorbei. Aber das geht ja nicht. Ich versuche mal was. Ja, okay. Hätte man auch früher drauf kommen können. Okay, ich versuche da auf jeden Fall rauf zu klettern jetzt. Hup! Nein! Oh! Okay. So. Weil dann können wir nämlich dort oben hin einiges leichter. Und das haben wir auch noch. Okay, wir kommen da oben gar nicht hin. Wir kommen nur an dieses Kügelchen. Die wir ja versuchen zu sammeln. Ja, da sieht man, wer es kann. Das ist geradezu elefantastisch. Dieser Typ, der schaut sogar von hinten nach vorne. Das ist ja interesting. Nur eins ist auch interesting, und zwar, wie wir hier vorbeikommen sollen. Vielleicht so irgendwie abwarten unter dem Elefanten, warte. Ja. Jetzt schon rüber. Der ist aber auch ziemlich blöd, der Typ. So, komm, leg dich wieder hin. Geht der wirklich pennen wieder? Tatsache, der geht pennen. Ah, dann plündern wir den Kollegen schnell. Oh. Tschüss. Wir gehen mal lieber auf Nummer sicher. Ja, ich glaube, verstecken brauchen wir da nicht. Okay, ich nehme mal an, wir müssen da so oder so hinauf. Nehme ich richtig an? Jawohl, ich nehme richtig an. Aha, da haben wir ein Assassinenzeichen. Nein. Rüber. Danke. Okay. Im Hintergrund geht's nicht mehr. Ah, okay, da läuft er eh so rum. Oh. Dann warten wir am besten wieder, bis er umdreht, und dann klettern wir da ohne weiteres vorbei, hätte ich gesagt. So, hau ab. Go away from here. So, tschüss. Den lassen wir jetzt einfach mal. Gold, ja. Okay, dann sind wir hier oben. Ah, the blood trail leads down here. Time to take a shortcut. Shortcut. Oha, nice.
Das haben sie ja cool gemacht. Das haben sie cool gemacht. Und dadurch wirkt das Ganze auch gleich viel dreidimensionaler, finde ich. Aha. Natürlich gehen wir mal nicht dorthin, wo wir hin sollen. Aber wie man sieht, findet sich da auch manches zusammen. Yes, got it. Got it. So, wieder eine Schriftrolle. Ich werde einfach am Ende des Let's Plays in der letzten Folge oder so alle einblenden. Die kann man sich dann durchlesen. Ah, und wen haben wir denn hier? Maybe it's just the heat. Haben wir nicht zufällig noch? Ja, genau. So. Die beiden Kollegen waren ja kein Problem. Warte, ich plündere die noch. Vielleicht haben die wieder Rauchbomben. Nö, die haben gar nichts, oder? Muss ja mich ducken. Stimmt. Das vergesse ich immer. Got it. Ah ja, stimmt. Von ihm habe ich das Dokument ohnehin gebraucht. Okay. Damit hätten wir auch die Nebenquest. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, um irgendwen zu verhören. Wenn ich das right verstanden habe. Das sieht mir nach einem Rätsel aus. Aha. Alles klar. Was passiert, wenn ich nochmal drehe? Hallo? Geht nicht? Okay. Schafft er den? Tatsächlich. Ah, rüber. Und jetzt? Schafft er doch nie im Leben, oder? Denke ich mir. Ah, okay, alles klar, ich muss mich beeilen. Ah ja, jetzt sehe ich's. Now I see. Ich muss mich beeilen da. Holy moly. Warten, das fällt jetzt wieder. Scheiße. Hä? Da muss ich rauf, aber wenn er oben ist halt. Von dem ersten kommt man nicht auf den, von dem zweiten kommt man nicht auf den ersten rüber, glaube ich. Dann bleibt mir nur das. Nö. Hä? Was? Habe ich da irgendwas nicht geblickt oder keine Ahnung? Das klappt auf jeden Fall nicht, wenn ich da. Ja, da komme ich rauf. Aber das bringt mir ja nichts. Ich komme ja da nicht drauf, wo ich hin muss. Kann ich irgendwas aktivieren oder gibt es da irgendwie irgendwas? Warte mal. Nö. Mit dem Haken kann ich mich auch nicht draufziehen. Gibt es irgendwo was zum Anhalten am Rand oder so? Weil ich komme, wenn ich das hochziehe, komme ich da nicht weiter. Das ist mein Problem. Ich komme nicht auf die ganze rauf da. Auf den da. Von dem ist die Kurve oben auch schwarz. Ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Grafikbug ist oder irgendwas zu bedeuten hat.
Kann ich die durchschneiden? Ich glaube kaum. Nein. Boah, ich bin in sowas nicht gut. Scheiße. Warte mal, komme ich da rüber? Nö. Gab's da drüben noch was? Nö, da komme ich auch nicht drauf. Ich muss da irgendwie rauf. Warte. Das ist knifflig. Das ist knifflig. Ich kann ja nur so springen und dann komme ich von da nicht ganz rüber mehr. Verstehst? Das geht sich nicht aus. Kann ich da vielleicht diese Räder da irgendwie manipulieren oder so? Nö. Warte nochmal. Nein. Kann ich das gleich nochmal drehen? Nö. Heck. Ich drehe mich im Kreis. Aber wenn man da genau schaut, da sind auch so Ritze an der Wand, solche Eingravuren, aber ich weiß nicht, ob die irgendwas zu bedeuten haben. Und was hat es da mit diesen Schwänen auf sich? Das kommt mir alles irgendwie suspekt vor. Da komme ich da rüber irgendwie. Schau nochmal, ob ich da vorne irgendwie raufkomme. Es eine Möglichkeit gibt. Nein. So wirklich nicht. Warte, ich schau mal kurz wegen dieser Schriftrolle. Warte, wo wandert? Da. Personenort, Dokumente, Handbuch. So einen. Ja, das sind die ganzen Orte, ist auch nicht wirklich viel. Dokumente, Schriftrolle. Ja, Waffen. So, was haben wir gefunden? Schriftrolle 5. Nö, das. Ich dachte vielleicht, dass da irgendein Hinweis sein könnte auf dieses Rätsel oder so, aber nö. Das ist nur Background Story oder halt über den Kollegen hier. So ist da auch nichts. Interessant ist, kann ich das vielleicht von da oben irgendwie triggern oder. Und warum ist das da oben schwarz? Ich weiß nicht, ob das irgendwas einen Nutzen hat oder so. Was ist jetzt, wenn ich. Jetzt mal darüber schau. Nö, das bewegt da auch nichts. Ich dachte vielleicht, dass das da drüben auch noch was bewegt. Dem ist allerdings nicht so. Das bleibt nur oben, wenn es ganz oben ist, leider. Also das geht nur entweder oder. Rauf oder runter halt. Ach was. Okay. Kann da doch rumstehen. Ja,
sag das doch gleich, Alter. Weil das wird einiges... Nein. Oh. Die Zeit ist aber auch relativ knapp. Ich glaube, es könnte sich ausgehen. Etwas niedriger als gerade muss ich auf dem zweiten sein. Etwas niedriger. Das gibt's ja wohl nicht. Alter! Junge! Okay, dann bleibe ich mal bei dem zweiten Stich. Ich bin ja anscheinend immer einen Millimeter zu weit oben, wie es ausschaut. Das ist natürlich nicht so toll. So. So, rüber. Wer dir? Das gibt's auch. Gut, dann spiel ich mal von ganz oben. So. Vielleicht ja dann. Man weiß es nicht. Vielleicht kommt das hin. Ja, ich muss ehrlich sagen, irgendwie so eine Musik oder so, da fehlt es mir so ein bisschen. Nein, du Trottel. Du elendiger... Ja, jetzt schafft es, wo die Zeit abläuft. Natürlich. Oh, wow. Okay, aber wir wissen, wie es geht. Von weit unten hüpfen. Es kann nur noch eine Frage der Zeit sein. So. Es kann sich nur noch... Dass ich bei so einem einfachen Rätsel schon am Verzweifeln bin, es ist erstaunlich. Meine Skills. Das gibt's aber nicht. Alter, jetzt mach das doch! Alter, dieser Typ, ne? Boah. Ich weiß ja nicht, wo ich genau drüber spielen muss bei den Blumen. Aber wir wissen, es geht. Nur ich weiß noch nicht genau wie. Also schon wie, aber ich krieg's nicht hin, weil ich so blöd dafür bin. So, wer du bist wieder zu. Entweder ist es zu hoch oder zu niedrig. Hey, zum Glück habe ich diesen Moment nie gesehen. So, wir versuchen das schon seit 7 Minuten. Okay, gut. Kann ja nur besser werden. Aber es schaut sich hier keiner an, von dem her ist es egal. So, jetzt. Nein. Oh, du bist so... Jetzt hüpf doch nicht immer ganz runter, Junge. Ganz ehrlich, das haben sie auch ein bisschen beschissen programmiert, dass man das irgendwie nicht weiß, wo jetzt der Punkt ist. Auch wenn ich da ganz leicht sowas angekritzelt sehe auf dem. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwie die Stelle ist. Ich versuche mal dort mit der Hand hinzukommen. Das sieht man jetzt natürlich nicht mehr. So. Nein! Du elendiger Dreckskerl! Jetzt bleib da doch oben! Na ganz ehrlich! Ja, komm! Ja, fahr wieder runter, hast du recht! Boah, ist das eine Scheiße hier! Ich habe wohl den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, als das zu versuchen. So. Ja, es geht nur so oder so. Ist es das jetzt? Nein, natürlich nicht. Ja, dazu sage ich gar nichts mehr. Ihr hüpft doch endlich. Ja, lass dir Zeit. Lass dir ruhig Zeit. So, es gibt das, das. So, so. Ich mach mal so. Gut, dann mach ich es jetzt nochmal. Ein, zwei Runden und dann schafft es wieder nicht. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, was ist denn das wieder? Weiter oben.
Es kann ja nicht sein, dass ich das nicht geschießen krieg. Es ist unglaublich. Meine Pro-Skills. Wir steigen wieder mal alles, jetzt versuche ich es mal von weit oben. Nö, da hüpft erst recht drüber. Wer hätte es sich gedacht, ne? Ich habe jetzt mit Sicherheit jede Position schon mal ausprobiert, aber nicht zweimal. Jetzt versuche ich es nochmal von ganz unten, auch wenn es keinen Sinn macht. Aber ich finde die Höhe nicht. Ja, so einmal nicht. Dann gehe ich ein Stück weiter rauf, dann hüpft er wieder drüber. Dazwischen macht er nicht Stopp, dann bleibt er nicht stehen. Ja, jetzt komm. Alter, ich krieg ihn ab. Es ist auch ganz ehrlich, es ist schon zu spät für den Scheiß. Es ist unglaublich. Ja, hüpf doch endlich, Alter. Oder brauchst du eine Sondereinladung? Ohne Mist, was ist denn das hier? So. Ja. Ganz ehrlich, das ist... Sorry, das war zu gut. Nö, also... Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald bei Let's Play Assassin's Creed Chronicles India. Wenn ihr mich weiter leiden sehen wollt, gebt doch einen Daumen hoch. Nein. Hear the wind calling me to leave this place. Yet here we are standing round face to face. This burning sky witnessed the greatest of love. Stand down or show down, baby, let's get this done.